kann jeder verstehen. Liebe Gäste, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Mitstreiter, Mitkämpfer, Aktivisten, Sympathisanten, Parteimitglieder. Tag des offenen Schlosses heute in Schwerin. Wir als NPD-Fraktion hier in diesem Schloss anwesend seit 2006 haben diesen Tag des offenen Schlosses natürlich mehr oder weniger mit einer gewissen Dominanz in den letzten Jahren mitbestimmt. Und das ist bei den Blockparteien, bei den Einheitsparteien, ich muss sagen, bei unseren Gegnern, die ich als Gegner betrachte, die uns jedoch als Feinde betrachten, ist ein kleiner qualitativer Unterschied, haben das natürlich gemerkt, dass wir unglaublichen Zulauf haben und hatten in den vergangenen Jahren. Deswegen hat man uns hier oben eingeschnürt, weil man ansonsten kein adäquates Mittel gefunden hat, der NPD es unmöglich zu machen, unserer Fraktion es unmöglich zu machen, dass wir ans ganz normale Volk unsere Vorstellungen herantragen können. Wer sich erinnert, wir waren ursprünglich unten im Hof dieses wunderschönen Schlosses und da war der Zulauf enorm, weil die NPD nach wie vor oder jetzt erst recht eine hochinteressante Partei ist. Meine sehr verehrten Damen und Herren, diese kleine Frau ist höchst gefährlich. Wissen Sie warum? Sie ist gefährlich, wenn sie endlos eitel ist. Und ihre Eitelkeit lässt sie sich etwas kosten. Denn sie greift ja nicht in die Kasse ihrer Privatschatulle, sondern sie greift ja in das Steuersäckel des deutschen Arbeiters, der im Schnitt in Mecklenburg-Vorpommern, nur hören Sie gut zu, auch die Gäste, die hier sind, im Schnitt unter 10 Euro Bruttostundenlohn jeden Tag knüppelt. Und wenn er mehr haben will, dann hat er jeden Morgen nach Hamburg zu fahren und hat sich alle 5 bis 6 Jahre ein neues Auto zu kaufen und ist komplett fertig. Ich sehe diese schwer arbeitenden Pendler, wenn sie abends um 6, Viertel nach 6 irgendwo an einer Autobahnausfahrt ihren Sammelparkplatz aufsuchen, mit gesenktem Haupt, total ausgelaugt aus Hamburg kommen, aber morgens um 5:45, Sommer wie Winter, wieder dieses Auspendeln mitmachen müssen. Und was bleibt denn da auf der Strecke? Auf der Strecke bleibt zunächst mal die Gesundheit dieser Arbeiterinnen und Arbeiter. Und daraus resultiert dann auch die Belastung in der Familie. Die Probleme, die entstehen durch so eine schwierige familiäre Situation, da gehen Ehen kaputt. Da werden Kinder nicht geboren. Und die geboren sind, haben dann ein schweres Los zu tragen. Das ist die Wahrheit. Die interessiert diese BRD einen feuchten Kehricht. Und wenn Sie hier unten mal durch die Etage der Kommunisten gelaufen sind, ja, was haben Sie denn real verändert in diesem Land? Dann könnte man sagen, aber was habt ihr von der NPD denn real verändert? Zunächst einmal ist die NPD eine Frontal-Oppositionspartei. Das unterscheidet uns von den Kommunisten. Die Kommunisten haben sich wenige Jahre nach der Wende hier in Mecklenburg als erstes Bundesland zusammen mit ihrem Klassenfeind in ein Regierungsbett gelegt mit der SPD und haben brutal den Arbeiter verraten unter einem Arbeitsminister Holter, der heute in der ersten Reihe leider aus meiner Sicht rechts von mir sitzt. Aber wenn dieser Genosse zuhören muss, was meine Kameraden am Rednerpult zu sagen haben, dann sitzt er ganz genau, nämlich links vom Redner, wo er hingehört. Und diese linke, ich muss es schon ganz deutlich aussprechen, diese linke staatstragende BRD-kapitalistische Partei, nichts anders sind sie, nichts anders,
will mittlerweile akzeptiert werden von den Unrechtsparteien. Sie haben gebettelt darum, nehmt uns in eine Fraktion auf, in eine große Fraktion im Europaparlament. Nehmt uns bitte in die Regierung auf. Bitte antwortet uns auf unseren Reden. Und wenn es geht, alle. Denn wir sind doch in einer Demokratie. Da muss doch jeder das Recht haben, dass man auf seine Anträge dann auch antwortet und darüber abgestimmt wird. Man kann doch nicht sagen, ihr seid doch gute Demokraten, dass jeder Antrag der Linken abgelehnt wird, ohne dass man darüber redet. Das haben sie geschrien, direkt nach der Wende, als sich die ersten Landtage konstituierten. Und als die NPD hier in dieses Parlament einzog, da hat zuerst die Linke laut geschrien, zusammen mit den verkappten Marxisten, die SPD, wir müssen die NPD ausgrenzen. Kein Antrag der NPD, ganz gleich welchen Inhalt er hat, wird zugestimmt. Das kann noch so vernünftig sein. Und wir werden sie überall ausgrenzen. Das ist Demokratie. Das ist BRD-Demokratie. Als dann trotzdem unsere Anträge und unsere politische Arbeit hier im Landtag durch eine unglaubliche Anstrengung unserer Aktivisten zu einem erneuten Einzug in das Parlament geführt hat. Ich hatte 6,0 plus X verlangt. Und wir haben diese 6,0 geschafft. Auch weil die Menschen in Mecklenburg und Pommern noch nicht ganz BRD-trunken sind. Aber sie werden immer mehr BRD-besoffen gemacht. Es ist immer schwerer überhaupt, den Leuten mal eine Alternative aufzuzeigen. Warum? Weil dieses Land keine geistige Freiheit garantiert. Die steht auf dem Papier im Grundgesetz. Jeder Polizeibeamte, der sich bei uns offiziell engagiert, verliert seine Arbeit. Jeder Lehrer, der im Unterricht, im Geschichtsunterricht womöglich, versucht objektiv die deutsche Geschichte, die europäische Geschichte zu beleuchten, wird abgemahnt. Jede Krankenschwester und jede Kindergärtnerin wird aus den Horten entfernt, wenn ihr Mann zum Beispiel Mitarbeiter des Fraktionsvorsitzenden Udo Pasteurs ist. Ich brauche ja gar nicht so in die Geschichte gehen, dieser NPD-Fraktion hier in diesem Schloss. Ich brauche nur ganz aktuell zu sagen, dass viele, die uns hier besuchen wollten, gezielt irregeleitet wurden. Ja, da hinten irgendwo. Dann sind die Leute da hingelaufen, haben wieder gefragt, nee, weiß ich nicht. Wieder hin, wo ist das denn? Ja, ich weiß nicht, müssen Sie mal gucken, dritte Etage, bis zu einer Stunde. Und in einem System, das Angst vor Sinnzeichen hat, ist es natürlich dann auch sehr aktuell, wenn ein junger Mann hier rein will, mit einer schwarzen Sonne auf seinem Hemd, und sofort die Meinungspolizei da ist. Die gucken, welches Hemd trägt er, welche Schuhe trägt er, was hat er für Zeichen an seiner Kette, die er um den Hals trägt? Hat er eine Tätowierung, wo vielleicht irgendwann mal ein germanischer Fürst dieses Zeichen ersonnen haben könnte? Pflaster abkleben oder sie kommen nicht rein. Dieser junge Mann kam zu mir hin und sagt, ich wollte hier rein, ganz normal, jeder hat ja so, kann ja anziehen, was er möchte. Also wenn ich hier rumlaufe und drauf steht, Schwulen, Hochzeit, ja, kein Problem. Er hatte die schwarze Sonne hier, ein germanisches Sinnzeichen auf seinem Hemd. Der musste sich umziehen. Und dann hat er gedacht, ja, wo bin ich hier eigentlich? Irgendwie steht im Grundgesetz, freie Meinungsäußerung, Selbstbestimmungsrecht, ist er nach Hause gegangen und hat sich ein anderes Hemd angezogen. Aber das war auch wieder das Falsche. Das war eben nicht das Demokratenhemd, liebe Freunde. Das war ein Hemd von einer Firma, die heißt Thor Steiner. Um Gottes Willen, und schon wieder erschütterte dieses Hemd, dieses große Schloss in seinen Fundamenten. Sofort wieder Meinungswächter geschaut, da läuft einer. Hin, stellen, guten Tag, wo wollen Sie hin? Was haben Sie an? Was ist das für ein Zeichen? Lassen Sie schauen. Aha, Katalog, Seite 7, Nummer 8. Thor Steiner, tatsächlich, steht auf der Liste.
Er stand auf der Liste, weil er das falsche Hemd anhatte und konnte schon wieder nach Hause gehen und sich wieder umziehen. Das hat er dann auch getan. Er ist dann ein drittes Mal gekommen und hatte dann offensichtlich noch immer kein koscheres Hemd an. Und da hat ihm ein anderer junger Mann aus der ideologischen Patsche geholfen, indem er gesagt hat, hier, nimm meine Jacke. In der DDR waren das die Jeans. In der BRD-Diktatur sind das Thorsteiner oder irgendwelche germanischen Runen. Dann kommst du rein. Dann ist er wieder rausgegangen, hat sich die Coca-Cola-BRD-Jacke übergestreift. Die ist vom Zentralkomitee der Demokraten abgesegnet. Und konnte dann mit dieser Jacke dann ungestört hier oben bei uns dahin kommen, wo er hin wollte, nämlich zu unserer Fraktion. Meine sehr verehrten Damen und Herren, warum erzähle ich das? Das ist eine Banalität, wenn man so hört. Aber das Schlimme ist, dass hier ein teuflischer Geist, ein demokratiediktatorischer Geist herrscht. Weil sehr wenige in diesem gelobten Lande definieren, was Demokratie eigentlich ist. Wenn Sie einen Musterdemokraten fragen, ob Obama ein lupenreiner Demokrat ist, dann werden die wie aus der Pistole geschossen sagen, Obama finde ich gut. Ja, ein sehr gut aussehender, einer der schönsten Männer der Welt hat irgendwo gestanden. Endlich ein schöner Präsident. Stand irgendwo in der Friedensnobelpreisträger und was der nicht alles ist. Ja, ja, lupenreiner Demokrat. Man muss schon foltern. Man muss schon Familien auslöschen lassen mittels Drohnen. Man muss schon die halbe Welt bespitzeln bis zum Telefon der FDJ-Sekretärin und jetzigen Kanzlerin. Man muss schon gut aussehen und die richtige Hautfarbe haben. Dann ist man lupenreiner Demokrat. Sagt man aber, ich will den Euro nicht, dann ist man Faschist, Chauvinist, Nationalist und was nicht sonst noch alles diesen Herrschaften einfällt. Und wer sich wehrt und das auch noch politisch organisiert tut, der lebt gefährlich. Der lebt ganz besonders gefährlich, wenn er das sehr scharf rechts tut. Ein Front National, in der Ausprägung, wie das in Frankreich der Fall ist, wird es in der Bundesrepublik Deutschland nie geben. Das wird nicht zugelassen. Meine Waffe und unsere aller Waffen ist der Protest, der geistige Kampf und die Unbeugsamkeit im Freiheitskampf für unsere Nation. Wir leben nicht mehr in Deutschland. Wir werden gelebt, ohne dass wir wissen, dass wir gelebt werden. Das heißt, wir werden formatiert. Das fängt an bei den kleinen Kindern. Und mit 25, 30 Jahren glaubt man, dass man selbstbestimmt entscheidet. Man kann es aber nicht, weil es von der Methodik her so raffiniert angelegt ist, dass man wirklich der Überzeugung ist, wir leben in einem System, das Beste, das es je auf deutschem Boden gab. Ich danke Ihnen herzlich für Ihre geschätzte Aufmerksamkeit und möchte das verbinden mit einem Wunsch. Lassen Sie sich nicht irre machen. Geben Sie bei jeder Wahl Ihre Stimme der NPD mit all ihren Fehlern, aber auch mit all ihren Stärken. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.